Wahlen Nidwalden Peter Trutmann und Therese Rotzer ziehen neu in die Regierung ein, bisherige wiedergewählt die GLP zieht auf Kosten der FDP in die Nidwaldener Regierung ein. Die neue Nidwaldener Regierung, Michelle Bröchliger, Karin Kaiser, Ottmar Fiediger, Mitte von links, Therese Rotzer, Joe Christen und R.E.S. Schmidt, hinten Peter Trutmann aus Hahnhardt. Peter Trutmann hat es geschafft, der Ennetbürger zieht in die Nidwaldener Regierung ein. Die GLP war erstmals im Kanton Nidwalden angetreten. Federn lassen muss die FDP, sie hatte einen dritten Sitz angestrebt, Judith Odermatt und Dominik Steiner blieben jedoch chancenlos. Auch die SVP wollte mit Armin Odermatt ihren Einfluss stärken, doch auch sie scheiterte. Ebenfalls neu ins siebenköpfige Regierungsgremium einzieht Therese Rotzer. Die Landrätin aus Ennetbürgen schaffte die Wahl problemlos. Damit kann die Mitte ihre drei Sitze in der Nidwaldener Regierung verteidigen. Alle bisherigen Regierungsräte schaffen die Wiederwahl problemlos. Das beste Resultat erzielte Volkswirtschaftsdirektor Ottmar Fiediger, gefolgt von Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kaiser, Gesundheits- und Sozialdirektorin Michelle Bröchliger, Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen sowie Bildungsdirektor R.E.S. Schmidt. Die Stimmbeteiligung liegt bei 48%. Stern bisher im Amt. Gewählt. Regierungsratswahlen Nidwalden, die Gemeindeergebnisse, die Resultate werden laufend aktualisiert. Sobald sie vorliegen, R.E.S. Schmidt, Ottmar Fiediger, Karin Kaiser, Michelle Bröchliger, Joe Christen, Urslang, Armin Odermatt, Judith Odermatt, Fallegger, Therese Rotzer, Dominik Steiner, Peter Trutmann, Beckenried 577848884817715114560456768240064 Buoks 86312731241 10579924147565611027595978 Dallenwil 46456545094494248417218375204281 Emetten 238 26025224622445184 12618514217 Ennetbürgen 94011130719935955571111137479070 Ennetmoos 39550574633666838520369165 273 Hergiswil 96611071061906916186715633770275704063 Oberdorf 678940948782669084151126513225123 Stans 111921042053 14 Standstaat 72787623731204585696025113 Wolfenschießen 45054835314072406563942 39318529 Total 74150120500386707846516254176384984 gewählt. Ja. Nein. Die Gewählten werden am 1. Juli ihr Amt für die vierjährige Amtsperiode bis 2026 antreten. Baudirektor Josef Niederberger und Finanzdirektor Alfred Bossart traten nicht mehr an. Nordzer Trutmann 1505-MDA, Video, Tele 1.